So, hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Hier sind wir wieder und wir müssen, das heißt wir müssen, aber wir möchten doch gerne nochmal nach oben gehen und uns diese Metallblume holen, die haben wir total vergessen. Bin dann auch in der gestrigen Folge doch recht weit vom Weg abgekommen. Und wir kommen dann immer hoch und deswegen gehen wir jetzt nochmal den alten Weg nochmal zurück. Und schnappen uns diese Metallblume. Können wir den looten? Oh, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Wieso sind hier jetzt Viecher? Warte mal. Ich würde gern... Die Metallblume ist da drüben. Alter, was war das? Was war das jetzt für ein Move? Wir müssen nämlich hier nach drüben. 180 Meter, aber ging es da noch weiter? Ich mag mich hier allerdings zu erinnern, dass wir hier gar nicht mehr weiter konnten, oder? Und wie wir hier noch weiter können. Hier geht es tatsächlich noch mal weiter, wer hätte das gedacht? So, müssen wir natürlich noch an denen vorbei. Ja, das sollen wir aber allerdings hinkriegen. Sollten wir aber allerdings hinbekommen. Vielleicht hört er was? Nee, hört er nichts. Nee, hört er nichts. Vielleicht jetzt? Na, komm zu Papa. Na, komm zu Papa. Zweite haben wir schon ein Viertel weg. Oh oh. Hey, mein lieber Wauwau. So. Drei Viertel ist weg. Und den letzten haben wir auch noch. Ne, noch eine. So, Leben füllen wir nochmal auf. Wir brauchen echt Kühlsaft, Zünderdraht. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, müssten wir theoretisch. Müssen wir aber nicht, praktisch. So, nochmal die Steinchen hier mitnehmen. Wo müssen wir hier hin? Keine Ahnung, ob wir hier jetzt tatsächlich noch richtig sind.
Wir lassen die Jungs mal wühlen hier, gepflegt. Ohne Licht bedeutet Ärger. Alter, da erwischt er mich trotzdem noch, ne? So. Lanzenhorn, wenigstens Metallscherben. Ach, hier ist sie. Ach Gott, hab ich ein Glück. Was machst du eigentlich hier draußen? Ja, frage ich mich auch. So. Hey, nächste Metallblume, unbekannte Machart. Der Mond spiegelt sich im Fluss, ganz in der Nähe. Eine Laterne scheint in der Nacht bei der dritten Wacht. Auf dem Sand schlafen Reihe, friedlich vereint. Hinter dem Boot höre ich die Fische springen. Funktion wahr. Na, es wird doch weniger. So, die Frage ist, wie kommen wir... Ach, wir kommen tatsächlich hier runter. Das ist schön. So, dann gucken wir mal nach der nächsten Quest. Hauptquest haben wir Stufe 14. Genau, die Reichen berauben. Ach, das müssen wir auch noch machen. Haben wir sogar ausgewählt. Aktuell, das ist sehr schön. Dann können wir das mal wegmachen, die Markierung wieder. Und sammeln wir hier uns gepflegt wieder ein. So. Hack, genau noch 800 Meter. Ja, aber das ist doch mehr als tödlich, oder jetzt? So, ich schau mal, dass ich hier wirklich einen Weg finde. Autsch! Hier rüber zu kommen. So. So, wie komme ich jetzt hier am besten rüber? Ohne dass ich hier die Jungs störe. Sieh sich mal einer die Kiefer von dem Ding an. Die könnten einen Sägezahn durchbeißen. Ich kann die auch gegeneinander kämpfen machen, kämpfen lassen, ne? Klar, aber. Da kann ich halt nicht alles mit aufnehmen, ne? Ich bräuchte halt echt einen Händler jetzt. Ich bräuchte halt jetzt wirklich einen Händler, Freunde. Komm, dreh dich um, bitte. Ich möchte hier weiter. Riecht der was? Okay, der geht mir schon wenigstens dabei. Was macht denn jetzt? Hängt er? Jetzt hängt er der Bur. So, hier haben wir eine Schwachstelle, der Eisbeutel. Lohe Behälter. Also wenn der jetzt nicht abhaut, ne? Dein Glück, mein Freund. Dein Glück. Hätte ich dich doch jetzt fast töten müssen. Ui, so sehr schön. Sehr hilfreich. Die noch schnell mitnehmen. Hier haben wir sogar ein Lagerfeuer. Oh oh. Oh oh. Sollte eigentlich jetzt nichts passieren, ne? Die bleiben ja eigentlich doch immer, es sind vier Stück, die bleiben ja eigentlich doch immer im Wasser gegen, ne? Ui, das war klappt.
das war jetzt aber wirklich knapp. Ja, geht mal wieder zurück, Freunde. So, ich gehe mal hier entlang. Falls wir hier überhaupt... Oh, Maschinenart Plünderer. Yes. Hey, wir kommen sogar hier durch. Sehr schön. So, und da ist sogar noch ein Lagerfeuer. Was verfolgst du mich? Deine letzte Stunde. Das wirst du nicht überleben. Du aber auch nicht, du Trottel. Ich krieg dich. Du bist geschenkt. Was bist du? So, erstmal hier alles das Looten hier. Schlagsteinglas. Schatzkiste. Haben wir hier unten noch was? Was machen hier diese ganzen Banditen hier an? Die habe ich jetzt gar nicht gesehen, ne? Weil es jetzt da hier doch so dunkel war. Die waren aber voll hier gestanden, ne? Oh, was haben wir da hinten? Oh, was haben wir da hinten, hat er gemahnt. Ich speichere mal schnell. Sehr nice. Das nächste. Wer war das? Nummer 86. Wer war das? Nummer 86. Gehackte KI ist einfach das Allerbeste. 1. August 2061. Holla, Holo-Freunde. Willkommen in der Goldgrube der gehackten KI-Hacks. Diese Woche hat der Nutzer Cannibal Christmas Tree seine erfrischende Holo-Sammlung auf All-Seeing Holo hochgeladen. Leider nicht interaktiv. Mit den größten Momenten in der Geschichte der geknackten KI. Fehler. Ausnahme. Hashtag 42A7C. Hyperlink nicht definiert. Wenn eure Zeit knapp ist, springt zu 6 Minuten 22, wo eine immer aggressivere Kundendienst-KI von Pharaoh App Store darauf besteht, dass jeder Kunde Admiral Koraito Kartoffelgesicht heißt. Was? Lolo Mske. So, ihr seht also, wir haben hier diese ganzen Datenpunkte, die haben oft auch mal nichts mit der Geschichte an sich zu tun, sondern einfach nur dieses Zwischenmenschliche, wie so die Welt früher war. Ist das ein Baukran? Jetzt dachte ich schon, so ein Baukran aus dem Leben von früher. Alter, was ist das für ein Kopf? Ich hoffe, die sind friedlich gesinnt und friedlich gesonnen. Gewonnen, geronnen, keine Ahnung. So, hier haben jetzt die Sauwurst. Ah, sie. Sorry, mein liebes Kaninchen. So, dann gehen wir aber nochmal hier rüber, denn hier gibt es noch Leben. Hier gibt es noch Leben und wahnsinnig viele Hasen. Ne? Wir haben sogar einen Breitkopf. Oh ja.
Breitkopf haben wir dann auch hier schon mal freigeschalten. Hier haben wir Händler. Hier müssen wir definitiv hin. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, ich check aber nochmal hier die Lage ab kurz. Denn hier ist ja auch quasi in Anführungsstrichen der Eingang. Blöder Fuchs, Alter. Hetzerle. Ach, wir müssen tatsächlich hier wieder hin. Wir sind aber jetzt, wo sind wir aktuell? Wir sind aktuell hier. Seid mir nicht böse, ich muss das erkunden, Freunde. Ich muss es einfach erkunden. Ja, sonst habe ich wieder Kakaru, ne? So, ein Stein war hier sogar. Und hier rennen so viel Hasen rum. So, Lagerfeuer entdeckt, das ist schön. Siedlung entdeckt, Steilklippen. Was für eine Zeitverschwendung. Die Vorführung letzte Woche war viel besser. Oh, das ist so ein Wanderzirkus. So, ist das so ein Wanderzirkus? Oh, das ist schön. Ich bin Alter, was froh, ist dass hier? Ich angehalten habe. Was ist das hier? Ein Steinbruch? Das ist ein Steinbruch, ne? Das können die sonst aber besser. Das ist ein Steinbruch, liebe Freunde. Dann ist das hier doch vermutlich nur ein Wanderzirkus. Alter. Steilklimmen. Wenn es hier Lohebehälter gibt, dann gibt es hier auch bestimmt Feinde. Alter, Fotomodus, Spiele verbergen. Alter, sehr geil. Hui, Entschuldigung. Oi. Ich finde es hier richtig cool, aber bevor wir jetzt dann doch hier weiter looten. Hab schon Besseres gesehen. Hallo. Ich habe als Kind mal eine Nora getroffen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie schwer ihr Bogen war. Das ist hier ein kompletter Steinbruch, ja klar. So, Händler entdeckt, das ist sehr schön. Bald wird es draußen hell sein. Ich mag die mit dem Sonnenpriester, der jo, hier würde ich doch noch... Wo ist der? Genau hier. Würde ich doch noch schnell mit dem handeln. Was hast du denn an Waffen, Junge? Na, Lanzenhornherz, Wildschweinhaut... Ja. Da kann ich leider nichts... kaufen. Hier kann ich... Könnte ich das kaufen? Da fehlt ein Panzerwanderer jetzt. Na, immer wieder das Gleiche. So, weißt was? Dann verkaufen wir hier. Behemoth-Herz, leuchtender Bliblablo, Wächterherz, Läuferherz. Läuferherz, komm weg. So, Kaninchenhaut brauchen wir aber eigentlich auch nicht mehr, ne? Stürmerlinse komme ich. Breitkopflinse komme ich. Altes Klangspiel. Das sind eigentlich Schlüssel, ne? Alter, nennt die das Klangspiel, ne? Weg. Weg. So, weg, weg, weg.
Kühlsaft haben wir natürlich fett verbraucht. Weg! 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 Metallgefäße, weg! Weg! Reichhaltiges Fleisch kann man nie genug haben. Ja, finde ich, kann man mal so lassen, ne? Hier vielleicht noch die ein oder andere Modifikation weg. Ja, das definitiv weg, das definitiv weg. Das weg, das weg, das weg, das weg. Nein! Die 20 wäre halt fett gewesen nochmal, ne? Ah, Fallen und Tränke. Sollte erstmal reichen, wir gehen aber nochmal ins Inventar. Outfit, Modi. Ein Gesundheitskrank könnten wir verkaufen. Verderbnisschutz, Zünder, Ruhe, Metallscherben. Jo. Gut, dann sind Spezialobjekte, genau, da hatten wir ja die noch. So, da möchte ich doch noch mal verkaufen. Fallen und Tränke. Was war das? Das da, ne? Verkaufen wir hier mal noch alle Modifikationen, hat er gemeint. Ja, den Verderbnisschutz weg. Den weg. So, dann können wir natürlich den noch nehmen. So, Fertigkeiten haben wir aktuell 2. Ja, könnte man hinhauen, könnte hinhauen. So. Oh, das wird dir gefallen. Eine tolle Show. Ich möchte aber doch noch mich kurz hier umgucken. Ob ich hier vielleicht noch was Cooles finde. Eine Vorratskiste, siehst du es? Jo, ein bisschen Kohle. Wir haben all die Zeit unter derselben Sonne gelebt. Stell sich das einer vor. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ich hab das schon 4-mal gesehen. Was? Die Sonne lächelt für die, die sich um ihren eigenen Kram kümmern, sagt man. Aber so richtig gastfreundlich sind die Leute hier auch nicht, ne? Oh, ich bin müde. Ich habe schon für ein ganzes Leben gearbeitet. So, hier gibt es dann anscheinend nichts mehr, wie sie aussieht. Diesen Teil mag ich besonders. So, hier überall Werkzeuge, Steine. So, sehr schön. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier eine kleine Folgenpause. Warte mal, ich gehe noch zu denen, Jungs, rüber. Was für eine Zeitverschwendung. Das glotzt jeder Runde. Führung letzte Woche war viel besser. Kann man hier was glotzen, Nina? Was guckt ihr so, Jungs? Ich habe als Kind mal eine Nora getroffen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie schwer ihr Bogen war. Ach, viel zu sonnig. Ja, ich hab's ja auch nicht gerade sonnig, außer es hat nur maximal 20 Grad. Das langt mir vollkommen. Tut mir leid, ich habe keine Neuigkeiten, die dich interessieren können. Wieso Steilklippen verlassen? Ah, das wird dir gefallen. Eine tolle Show. Ich frag mich ja, wozu immer diese Netze hier sind. Hier unten ist auch noch eine Hütte. Wächter, wertvolle Rohstoffe entdeckt. Ich frage mich, wie kommen wir hier runter? Aber ich vermute mal, diese nächste Quest wird es uns beantworten, beziehungsweise da werden dann Feinde jetzt gleich kommen. Ich bin froh, dass ich angehalten habe. Das könnte sonst besser.
Ja, ansonsten würde ich doch dann hier doch eine kleine Folgenpause machen. Was für eine Zeitverschwendung. Die Vorführung letzte Woche war viel besser. Außer, wir haben vielleicht hier noch was, aber hier... Ich weiß, da waren wir gerade schon, aber da geht es jetzt nicht irgendwo noch hinten auf, oder? Diesen Teil mag ich besonders. Hui! Nein, hier haben wir leider gar nichts mehr. Wir können ja auch nicht hochklettern, oder was? Letzte Woche war viel besser. Ah, oh, das wird dir gefallen. Eine tolle Show. Was für eine Show, Freunde. Warte mal, ich schau mal, ob wir hier vielleicht noch... Das könnte vielleicht noch mal ein cooles Thumbnail werden. Ja, Mann, das ist doch ein cooles Thumbnail, ne? In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Morgen geht's dann da weiter mit der Quest. Ich vermute, das hat ja was mit dem Steinbruch zu tun. Und ja, dann sehen wir uns wieder morgen. Hui, in aller Frische zu Horizon Zero Dawn. In diesem Sinne, macht's gut, bye bye und Servus. Euer Franconia.